So, meine lieben Freunde, und damit herzlich willkommen zurück bei Assassin's Creed Valhalla. Ja, in der letzten Folge haben wir hier das kleine Häuschen geräumt und geplündert. Und ja, ziemlich traurig, wie er da gestorben ist, von den Wölfen gefressen. Und ja, in dieser Folge machen wir weiter und entdecken die Welt in Norwegen mit Eivor. Wir werden jetzt unseren Boot rufen und gehen hier zu dieser kleinen Insel und danach hier rüber zum großen Festland. Okay, das Schwein werde ich erfrieren. Das war etwas verbuggt. Normalerweise ruft er dann, also ruft er mit dem Segel Horn. hoch! Man hat aber den Hortenhorn nicht gehört. So. Ja, wie findet ihr das Spiel bis jetzt? Also mir gefällt es ja mega. Ich bin schon so gehypt gewesen, so lange auf dieses Spiel. Auch wenn ich etwas enttäuscht war, dass es nicht in der Ezio-Zeit spielt. Aber wir geben uns auch mit was Neuem zufrieden. Ach, guck mal, hier können wir sogar raiden. Sollen wir raiden, Leute? Komm, wir raiden. Erzähl nachher weiter. Vernichtet die Niederlinge! Los jetzt, Krieger! Los! Die Zeit ist um! Meine Wölfe! Knochenbeißer haben wir hier gefunden. Nice. Okay. Dafür stirbst du, bist Wurm! Greif von den Wölfen! Dich zerschmetter ich! Weiter! Wer wird Odin stolz machen, hä? Leide! Geh zu deinem Gott! Kampf, Fleischer! Haltet den Wicht auf! Fette Beute! Weg hier! Ja, das war's auch schon. War eine ziemlich kleine Insel. Ein ziemlich kleiner Raid. Aber muss auch mal sein. Können ja nicht alles große Städte sein. Wohin? Bist du erst jetzt fertig gewesen mit dem einen da? Ein Außenposten? Ja, scheint so. Das werden wir auch machen. Da gehen wir jetzt hin, meine lieben Freunde. Zum Außenposten auf dem Raid. Ist das Segel! Let's go! Lasst
Schlachtschweiß fließen! In die Schlacht! In die Schlacht. Geschmeiß! Ich halte den eisernen Kreis! Seid klug! Bringt euch nicht in Gefahr! Du bist tot! Odin! Jetzt bezahlst du! Bleib zusammen, klar? Du mieser Troll! Wir warten, bis du unter mich! Jawohl. Schön Pfeile einsammeln. Kann man immer gebrauchen. Würdest lieber wegrennen, du Hasenfuß. Hm? So. Reichtum erworben. Nice. Du bist schon so gut wie tot. Recurve-Bogen. Nice. Oder Recurve. Ich weiß nicht, wie man das ausspricht. Das ist dieser Jagdbogen, glaube ich. Den ihr aus Odyssey und Origins kennt. Zeige ich euch dann gleich. Wohin mit dir? So. Haben wir jetzt soweit alles geplündert, glaube ich. Ja, hier kann man nicht rein. Ich weiß nicht, ob es in der Burg noch was gibt. Wir gucken mal ganz kurz auf der Map. Hier müssen wir hin, das ist hinter uns, okay. Ich gehe schon mal weiter, ne Jungs? Ihr kommt auch ohne mich klar, glaube ich. So. Denn da hinten scheint irgendwas zu sein. Eine Nebenquest, wie ich sehe. Hilfe! Sie haben den Jarl... Welcher Jarl? Räuber haben ihn gefangen. Los, schnell! Ein Jarl von Räubern gefangen? Wenn du so mutig bist, wie du aussiehst, dann kommst du jetzt. Er wird dich großzügig entlohnen. Folge mir! Ja! Schnell, sonst töten sie ihn. Ja, du ihn bist töten? Der Langsame hier. Und sie kein Lösegeld? Mach einfach. Ja. Wir sind fast da. Weiter, sie sind gleich da vorne. Du weißt, wo sie sind. Du gehst vor. Gut, mir nach. Ich denke mal eher, dass er einer der Räuber ja. ist und uns gerade in eine Falle führt. Nordwiegel gehört den Nordwiegeln!
Jetzt stirbst du. Bam. Schon in die Ohr. Holy. Eivor, Alter. Was hast du da gemacht? Holy. Dieses Spielchen hat sie ihr Leben gekostet. Sie drohten mich zu töten, wenn ich nicht helfe. Und um dich zu retten, führst du andere in den Tod? Unser Dorf wurde von Kjötvi, dem Grausamen, gebrandschatzt. Wir mussten in den Wald fliehen. Die Überlebenden sind verzweifelt und hasserfüllt. Olaf, einer derer, die du getötet hast, sagte, er würde für unser Land kämpfen. Aber getötet hat er nur für Silber. Dieser Kampf ist sinnlos. Kjötvi ist tot, er starb durch meine Hand. Ich habe euch von diesem Tyrannen erlöst. Olaf, du lebloser Narr! Du hast fast unseren Retter ermordet. Dein zweiter Fehler war, mich als Beute auszuwählen. Das war Absicht. Du siehst aus, als könntest du kämpfen. Ich hatte gehofft, du würdest Olaf töten oder schwächen, damit ich fliehen kann. Du bist noch jung und unbedarft, also verschone ich dich. Aber wenn du mich oder meine Leute noch einmal hintergehst, schließt du dich deinen Freunden in Helheim an, verstanden? Du wirst mich nie wiedersehen. Ich bin wie ein weißer Hase im Schnee. Was für ein Vollidiot, ich wusste das, dass er uns in die Falle reinführt. Ja gut, ne? Oh, Fertigkeitspunkte bekommen, nice. Direkt mal ausgeben. Und wir können wieder Knochenbeißer haben wir auch bekommen und den Recurve-Bogen. Angriff bei voller Gesundheit erhöht. Aber ich bleib bei meinem Berserker-Set erstmal. Ich mag zwar auch die Rabensachen, aber die scheinen hier stärker zu sein. So. Ja. Jetzt ist die Frage, was machen wir als nächstes? Fortgeschrittener Meuchelmord wollte ich machen, ne? Dann machen wir das mal. So. Okay. Oh, hier gibt's einen Punkt. Das nehmen wir mit. Und da müsste ich eigentlich auch noch hin. Aber mal gucken. Ich werde jetzt erstmal das Spiel speichern. Manuell das hier und neu laden, weil mich das ziemlich aufregt, dieser gelbe Punkt, weil eigentlich haben wir den ja schon besiegt, der da unten rechts, das dürfte mir nicht mehr angezeigt werden und das wird mir immer noch angezeigt. Komisch, ich konnte den auch nicht plündern. Wir schauen mal später nochmal vorbei. Erstmal mache ich hier alles andere. Später irgendwann, wenn wir kurz vorm Ende sind, schaue ich da mal rein. Also ziemlich weit später. Nicht jetzt. Keine Sorge. Diesen Scheißberg werde ich heute nicht nochmal erklimmen. Dreimal gestorben an dem Scheißding. Hier ist so eisiges Wasser. Das haben die echt gut animiert, wa? Guckt euch das mal an, wie das runtergeht. Und so langsam erst zu Eis wird. Das haben die echt gut gemacht. Mein Zuhause. Jedenfalls früher mal. Jetzt sind es nur noch Knochen. Aber auch dein Zuhause verbirgt. Oder ja, wie sagt man nochmal? Hier haben Vater und Mutter diese Welt verlassen.
Ich wäre mit ihnen gestorben. Ehelos, wenn Sigurd nicht gewesen wäre. Ich komme gerade nicht drauf. Jedenfalls wollte ich sagen, dass auch sein Zuhause Schätze verbirgt. Als Vater mir diesen Durchgang gezeigt hat, war ich so aufgeregt. Danach habe ich beim Verstecken immer gewonnen. Das glaube ich dir. Das ist aber auch ziemlich cool. Hacksilber. Edelsteine. Wertvolle Dinge. Wie konnten Kjotvis Hunde das übersehen? Tja, die sind halt dumm. Die sind halt dumm. Wir müssen uns auch mal, wenn wir wieder in der Stadt sind, mit Runen befassen. Weil ihr könnt auch Runen auf eure Ausrüstung legen, damit die stärker sind. Also, hier hätten wir soweit alles. Jetzt müssten wir rein theoretisch gesehen bis hierhin reiten und von dort aus dann zur Hauptmission. Ja. Das machen wir auch, glaube ich. Einfach Straße folgen. So, dann können wir ein bisschen reden. Ja, Leute, was haltet ihr von dem ganzen Let's Play bis jetzt? Habe ich zwar schon in der letzten Folge gefragt, aber also bis jetzt gefällt es mir sehr. Ab und zu gibt es so den ein oder anderen Bug, so dass ich mal feststecke im Eis. Zum Beispiel hatten wir, oder dass jetzt der gelbe Punkt nicht weggeht von der Karte, obwohl ich den besiegt habe. Wahrscheinlich hätte ich den noch plündern können. Aber mir wurde nichts angezeigt. Und ja. Abgesehen davon ist das Spiel bis jetzt mega. Und ich freue mich riesig darauf, endlich mal nach England zu reisen. Deswegen versuche ich hier schnell voranzukommen. Und nochmals ein riesen Dankeschön an die Leute, die mich unterstützen mit netten Kommentaren und Likes. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid in unserer Community, gerne abonnieren. Und sorry, dass die ersten Folgen ein bisschen leise waren. Ich habe gar nicht gemerkt, dass meine Lautstärke nicht so hoch ist. Die hatte ich irgendwann mal runtergestellt. Da hatte ich Kopfschmerzen oder so. Irgendwas war da. Los! Mir die Kraft, dieses Opfer darzubringen. Gebt mir die Kraft, euch etwas zu geben. Was ist das alles? Mein Leben. Die Früchte meiner Arbeit, allesamt. Und jetzt fehlt mir die Kraft, sie von dieser Klippe zu werfen. Du hast alles hier hochgetragen, nur um es wieder hinunterzuwerfen? Das Pferd hat das meiste bewältigt. Nur so kann ich mein Hab und Gut in die nächste Welt schicken. Meine Kinder werden mich nicht damit begraben. Sie sagen, sie wollen nichts davon. Aber ich weiß, sobald mein Licht erlischt, verkaufen sie es. Wirst du mir deine Kraft leihen? Wirf alles von der Klippe. Je weiter du wirfst, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas die nächste Welt erreicht. Ist das so, ja? Warum ist alles in Stroh gehüllt? Ich will nicht, dass irgendetwas kaputt geht. Ja, da musst du schon ein bisschen weiter werfen als von hier. Die, treffen doch hier alle. Da drin ist ein Bogen, den mir Halfdan der Schwarze gab. Den Stein. Weil ich König Sigtrygg einen Pfeil unter den linken Arm jagte. Klingt nach einem guten Schuss.
Da drin ist ein Trinkhorn, das ich von König Halfdan erhielt, weil ich bei der Entführung seiner Braut Ragnhild half. Hm. Und hier? Jetzt nur noch der... Da drin ist eine silberne Speerspitze von König Harald, weil ich Halfdans gefrorene Leiche aus dem Rönt gezogen habe. Eine großzügige Familie. Jetzt fehlt nur noch der spartanische Kick, um ihn von hier aus der Klippe zu... Und jetzt du. Du hast etwas vergessen. Auf den Gedanken kommt es an. Danke für deine Hilfe. Das hättest du nicht tun müssen. Freundliche und mutige Menschen führen das beste Leben. Aber ihr Weg ist nicht immer der einfachste. Ich habe versucht, gut zu leben. Es reicht, dass die Götter das wissen. Selbst wenn der Name Harek Gant in Midgard vergessen wird. Und was wirst du tun, nun da diese Aufgabe vollbracht ist? Vollbracht? Das war die Ankündigung für meine Ankunft. Jetzt verlasse ich diese Welt. Schönes Leben noch. Nach Asgard! Was? Halt! Danke! Alter. Bei Thors Hammer, das war ein Schreck. Nach Asgard. Das müsste ich auch machen, aber dann wäre das Let's Play schon vorüber. Hör! Ach ja, gibt schon Chaoten. Hier runter. So, wie viele junge Wölfe hier sind. Echt krass. Wo sind denn eure Eltern? Hm? Bloß keine Aufmerksamkeit erregen. Okay, das scheint wieder so ein Sperrgebiet zu sein. Kann ich eigentlich die Gegner markieren? Ich muss sehen, was du siehst. Nein, nicht so. Mal so. Aha. So geht's auch. Nehmen wir mit und dann gehen wir runter. Kohlebarren gefunden. Nice. Sonst ist hier nichts, ne? Können wir wieder hoch.
Sollen wir die anderen auch holen? Bringt mir das was? Nein, ne? Man kriegt ja keine XP. Nur durch Fortschritt erst. Nice Attentat. Oh, mal gucken, ob ich den hier. Oh. Ja gut, ne? So, der hat die Leiche gesehen. Die werden jetzt alle dahin gehen. Das war knapp. Haben wir alle, glaube ich. Gut, gehen wir Richtung Hauptziel. Das ist da in die Richtung. Sind also bald da und feiern dann mit dem König Harald. Aber ob das so eine gute Idee ist, weiß ich noch nicht. Das sehen wir dann gleich. Fülki. So. Oh, Master. Was soll das? Wer schlägt hier die Kriegestrommeln an? Sieh mal an. Kampferprobter Wikinger. Genau dich brauchen wir. Oh, und wofür braucht ihr diesen kampferprobten Wikinger? Eines Tages sind wir die größten Krieger unter unserem Banner. Skalden werden Lieder über das Wolfsrudel schreiben. Aber erstmal müssen wir noch das Plündern üben. Plündern wollt ihr? Dann lasst uns plündern. Drei Wölfe und ich als Vierter an eurer Spitze. Wolfsrudel! Sie rannten. Vier Krieger. Wie vier Klauen eines Raubtieres. Eine jede zum Töten geschaffen. Zum Vernichten. Sie kamen im Dorf an. Hatten Fackeln, Äxte und Klingen dabei. Bereit für das Gemetzel. In den Krieg! Ah! Deine Innereien werden jetzt zu Äußereien. Die Brust eines Feindes. Voller Blut und Kampfeslust zerschmettert der große Wolf Menschen wie Tontöpfe. Und jetzt? Warte, müssen wir das Questziel ändern, damit wir das sehen können? Nein.
Okay. Ich hab doch schon geplündert und angegriffen. Was wollen die denn noch von mir? Aha, die Truhe. Beute! Oh, holde Beute! Der große Wolf führt sein Beute mit Hacksilber. Gemeinsam steht das Wolfsrudel im Schutt des feindlichen Dorfes. Nichts bleibt, außer Trell für uns und der glimmende Rest des Blutbads. Komm, großer Wolf, und knie nieder vor deiner Jarlskrone. Ein erfolgreicher Raubzug. Ja, dank deiner Hilfe wurde der Rabenclan endgültig vernichtet. Der Rabenclan, sagst du? Ja, wie in Jarlkürt wies Erzählungen. Eines Tages werde ich so sein wie er. Tod dem Stürmchen! Tod dem Rabenclan! Kjötvis junge Krieger, eines Tages sehe ich euch Wölfe auf einem anderen Schlachtfeld wieder. Ja, da ist was dran. Aber das ist nicht Kjötvis Reich, sondern König Haralds. Und deswegen ist halt die Frage, ne? Ob die dann... Okay. Die sind nicht in unserem Level leider. Ist halt die Frage, ob die uns jetzt hintergehen hier. Das wäre halt mega mies. Na, bleib doch stehen jetzt. Tattoo-Entwurf entdeckt. Nice. Ich sollte mich einmal, glaube ich. Na komm, flieg nicht weg, Tattoo. Flieg nicht weg. So, zweites Tattoo. Sonst können wir hier nicht viel machen, glaube ich. Wir haben noch in 150 Metern haben wir hier noch... Oh, wir können hier sogar raiden, okay. Dein Clan stinkt zum Himmel. Ich würde selbst tun. Aber wir sind stark, Feigling. Ja. Sie für mich sühnen. Das wollte ich nicht. Türverschluss verschlossen. Finde ein Schloss. Ja, gut, ne? Dann finden wir erst den Schlüssel.
Der ist doch bestimmt hier irgendwo. Aha. Ich wusste leider schon, wo der ist. Ich habe mich ein bisschen spoilern lassen. Ich gucke ja auch Let's Plays nebenbei, wenn ich schon mal Zeit habe. Wahrscheinlich mit einer der besten, denn diese Fähigkeit, Leute, ist dieses Doppelschuss, dass man mehrere Gegner anvisieren kann. Das tun wir hier auf die 1. Ich hoffe, es gibt auch Verwüsterschuss, ne? Dann raste ich aus. Ich hoffe, es gibt Verwüsterschuss. Ich habe diesen Skill so geliebt in Odyssey. Verwüsterschuss hat so viel Schaden gemacht, auch bei stärkeren Gegnern. So. Unsere Ausrüstung haben wir auch ein bisschen verstärkt. Jetzt können wir, glaube ich, hier mit Sigurd sprechen. Ja, der Gestank ist stark. Komm her, du Hundsfott, und sag das nochmal. Du hast mich schon richtig verstanden. Euer Gestank. Glaubst du, du kannst Stank? Das ist eure einzige Stärke. Hier ist gerade ein Herzenswunsch erfüllt worden. Und doch sieht dein Gesicht so aus, als hättest du den Lebenswillen verloren. Gorm ist hier, mit den letzten seiner Männer. Wie kann dieser Tolles wagen? Warte auf einen anderen Tag. Wir unterstehen Haralds Waffenruhe. Und Gorm ist zu schwach, um irgendwas zu wagen. Dieser Wichsfleck in der Hose seines Vaters. Ich sollte ihn vom Antlitz der Erde wischen. Nicht heute, Eivor. Lass gut sein. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Die haben hier Waffenruhe auf Haralds Gebiet. Basim, behalt ihn im Auge und achte darauf, dass er genug trinkt. Ich werde meinen Vater suchen und zum Langhaus begleiten. Wie du wünschst. Geht es Heitam gut? Er wird wieder gesund, aber er wird nie wieder der Alte. Zum Glück hattest du Erfolg, wo er gescheitert ist. Ich war fest entschlossen. Als du Kjötvi besiegt hast, hast du da ein Siegel bemerkt? Silbern, so groß wie mein Handteller. Geschmückt mit dem Symbol einer Esche. Nimm es. Tausch es gegen irgendetwas ein. Ich weiß, wo Gorm lagert. Wenn du ihn treffen willst, ohne dass es ein anderer bemerkt, kann ich dir einen Kniff beibringen. Suchst du dir schon einen neuen Lehrling? Aber gut, ich beiße an. Was soll ich tun? Zieh den Umhang übers Gesicht. Tauch in der Menge unter. Lenke ab. Versteck dich in aller Offenheit. Geschenktes Wissen von einem Mann, den ich kaum kenne. Ist das deine Art, mich zu bitten, deiner Bruderschaft beizutreten? Ganz und gar nicht. Solange Männer und Frauen dafür kämpfen, Freiheit und Ehre zu sichern, ist mir herzlich egal, wem sie folgen. Es ist wohl keine Schmach, zu täuschen, wenn die Ehre auf dem Spiel steht. Und Gorm ist ein Schandfleck auf der meinen. Dann lass uns sehen, was wir gegen diesen Fleck tun können. Versuch es einmal. Ich weiß nicht, ob das so gut ausgeht. Ein paar Dinge solltest du wissen, bevor du sein Lager betrittst. Dann wird Harald sagen, sich ungesehen dann wird Harald sagen, ja, ihr habt in meiner kampfreien, wie sagt man hier, in meinem Waffenruhegebiet dann jemanden getötet
Und deswegen wird er uns dann angreifen und uns aus Norwegen rausschleichen, denke ich mal. Oder es passiert noch was Krasseres jetzt. Wir wissen es nicht. Gebiet zu bewegen erfordert allerhöchste Raffinesse. Deine Kapuze macht dich unkenntlich aus der Entfernung. Halte dich von wachsamen Augen fern und du bist unsichtbar für sie. Eine gezückte Waffe oder eine plötzliche Bewegung macht alle Tarnung zunichte. Okay. Falls das nicht deutlich genug war, du musst die Kapuze überziehen, damit der Plan aufgeht. Hab ich ja. Dort in dem Lager ist Gorm. Was hast du dir gedacht? Trinkst Mehl auf leeren Magen. Du musst etwas essen, bevor du so viel säufst. Du weißt, leerer Magen trinkt nicht gern. Kommst du? Und Trellringe machen. Ich habe gar keine Zeit, irgendetwas für mich selbst zu machen. Wie kann ich die ablenken? Wie kann ich sie ablenken? Ich muss die irgendwie ablenken. Umhang allein reicht nicht. Bewegen sich nicht. Ich versuch's mal von der anderen Seite. Hey, ich will mit dir reden. Du da, halt! Bleib stehen! Nichts gesehen. Setzt euch wieder hin. Setzt euch hin. Setzt euch hin. Oder auch nicht. Was ist da los? Komm her. Einen Augenblick Ruhe. Komm her. So, so kann man es auch erledigen. Und jetzt können wir ganz normal hier rein, ohne dass die was sagen. Weil die anderen gucken nicht. Eivor, du feiges Stück Scheiße! Nimm deine Waffe und folge mir vor die Mauern. Lass Odin entscheiden, wer von uns überlebt. Du wagst es nicht, den Frieden des Königs zu brechen.
Scheiß auf dich und dein Gerede von Göttern. Was sagst du jetzt? Du kannst mich schlagen, aber du wirst mich nicht töten. Nicht unter Haralds Frieden. Ihr alle untersteht König Haralds Waffenruhe. Wer sie bricht, wird aus Alrekstadie verbannt. Ich mache keinen Ärger. Du wurdest ehrenlos in diese Welt geschissen, Gorm. Und wenn du gehst, endest du als Scheißhaufen in Hels tiefstem Abgrund. Kräh nur weiter, Eivor. Dann bist du ein leichteres Ziel. Das ist voll behindert. Das Ding sollte schon begonnen haben. Ich muss Sigurd finden. Das ist richtig behindert. Warum können wir nicht einfach von oben rein und dann ihn besiegen? Na egal, wir machen hier eine kurze Pause und sehen uns dann in der nächsten Folge. Also haut rein.